Balingen und auch der Zollernalbkreis selbst haben mit ihren Neujahrssitzungen und Bürgertreffs bereits vorgelegt. Am Dienstagabend zog auch Hechingen nach. Die Stadt im Schatten der Burg Hohenzollern durchlebe laut Bürgermeister Philipp Hahn keine einfachen Zeiten. Trotzdem habe 2023 auch viel Gutes mit sich gebracht und auch im neuen Jahr hat man einiges vor. Fast bis auf den letzten Platz gefüllt war die Hechinger Stadthalle Museum beim, so hieß er offiziell, Neujahrsbürgertreff der Stadt. Ein gutes Zeichen, findet Philipp Hahn. Ja, also ich bin sehr froh und dankbar, dass die Hechinger Bürgerschaft diese Veranstaltung sehr annimmt und interessiert kommt. Es sind jedes Jahr rund 600 Gäste, die in die Stadthalle kommen. Zu den Gästen gehörten auch Landrat Günther Martin Pauli und Regierungspräsident Tapeser. Und auch Cindy Hollenberg und Manuel Heilfinger wollten wissen, was Hahn im neuen Jahr so alles vorhat und wie er das letzte Jahr einordnet. Die Jahre 23, 24 stehen unter wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Wir merken eine Rezession, die im Rückgrat unserer Wirtschaft eingeschlagen ist, bei gleichzeitig hoher Inflation und entsprechend hohem Zinsniveau. Das macht für uns als Stadtverwaltung natürlich auch sehr, sehr teuer. Neben der finanziell schwierigen Lage stand das Jahr aber auch ganz im Zeichen des kulturellen Neustarts nach der Corona-Pandemie. Also super gut ist, dass in Hechingen nach der Corona-Phase das öffentliche Leben wieder unglaublich toll begonnen hat mit der Fasnet, mit dem Irma-West-Kindern-Heimatfest, mit unserem Damen-Weltranglisten-Tennisturnier Ladies Open. Lobende Worte hat Hahn auch für die Feuerwehr und weitere Vereine in der Stadt übrig, die allgemein gute Arbeit geleistet hätten. Doch nicht alles sei gut gelaufen. Nicht so gut gelaufen ist, dass wir bei der Stadtverwaltung ausgeschriebene Stellen, insbesondere im Baubereich, nicht besetzt bekommen haben, was für uns fatal ist, weil wir Geld bereitgestellt hatten für Infrastrukturprojekte, die wir durch die nicht besetzten Stellen schlicht nicht machen konnten. Jetzt ist die Haushaltslage noch schwieriger, das heißt, das Geld können wir nicht mehr verwenden, es ist blockiert und die Stellen sind gestrichen. Außerdem werde die Arbeit für die Stadtverwaltung dadurch nicht weniger. Trotz allem hat man auch im neuen Jahr einiges vor. Also in 2024 wird wichtig die Vermarktung unseres Neubaugebietes Kilberg für rund 2000 Einwohner, ein nahezu CO2-neutrales Wohngebiet, was wir erschließen. Die Erschließungsarbeiten sind im Gange und werden abgeschlossen. Das ist für uns spannend, ob tatsächlich die Tübinger und Reutlinger hierher nach Hechingen kommen, weil die Bauplatzpreise niedriger sind. Und auch in kultureller Hinsicht soll einiges passieren. Den Sommernachtstraum am 14. September im Garten der Villa Silberburg oder auch das tolle Brassmusikfestival am 25. und 26. Juli am Fuße der Burg Hohenzollern. Ein Besuch in Hechingen lohnt sich auf jeden Fall immer. Landrat Günther Martin Pauli appellierte mit Blick auf das neue Jahr unterdessen an die Hechinger Bürger und allgemein an die Menschen im Zollernalbkreis, bei der anstehenden Kommunalwahl wieder mehr wählen zu gehen. Bevor es mit guten Vorsätzen an das obligatorische Buffet ging, sangen die Hechinger, begleitet vom Musikverein Stetten, zum Abschluss das Hohenzollernlied, um den Abend anschließend dem Anlass entsprechend ausklingen zu lassen.